Dieses Video wird Ihnen präsentiert vom Reisebüro auf dem Rodenhof. Das Reisebüro mit dem kostenlosen Flughafentransfer. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zur Pressekonferenz nach dem Drittligaspiel Rot-Weiß Essen gegen den 1. FC Saarbrücken. Rot-Weiß Essen hat das Spiel mit 1:0 gewonnen durch ein Tor von Felix Götze in der 37. Minute. Und das Ganze haben gesehen 15.907 Zuschauer. Ich begrüße sehr herzlich unseren Gästetrainer, nämlich Uwe Kuschinat und Christoph Dabrowski. Und ohne weitere Umschweife bitte ich jetzt Herrn Kuschinat, den ersten Kommentar zu sprechen. Ja, schönen guten Abend, Christoph. Glückwunsch an dich und dein Team. Ich glaube, am Ende müssen wir, weil ein Spiel nun mal auf die gesamte Spielzeit zu beurteilen ist, über eine verdiente Niederlage sprechen. Mit Sicherheit haben wir in der Endphase mehrere große Möglichkeiten gehabt, um doch noch den Ausgleich zu machen. Aber das war ja eher eine Phase, in der wir wirklich alles riskiert haben. In einem von Beginn an dann organisierten Spiel haben wir schon heute unsere Probleme gehabt mit der Umstellung der Essener. Ich war schon eher davon überzeugt, dass der Gastgeber eher wieder aus einer Dreierlinie heraus agiert. Und normalerweise haben wir gegen diese Mannschaften dann immer sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, das Spiel über unsere Außenposition nach vorne zu tragen. Das war heute überhaupt nicht möglich. So aus der Viererkette heraus hat unser Spiel unheimlich häufig gestanden. Wir waren nicht in der Lage, so diese erste Anlauflinie zu überspielen. Wir haben ein großes Problem dann auch in der Justierung gehabt, weil Sebastian Jakob und Adriano Grimaldi sehr, sehr weit auseinander gespielt haben. Da wäre es mit Sicherheit eine gute Möglichkeit gewesen, eher 1-gegen-1 auf die beiden Innenverteidiger zu agieren. Aber die beiden haben nicht so zueinander gefunden wie beispielsweise noch in Bayreuth. Und deswegen sind wir sehr, sehr vielen aggressiven Phasen der Gastgeber hinterhergelaufen. Wir haben natürlich auch heute wieder eine relativ hohe Zahl an unbedrängten Fehlern gemacht. Und es war dann schon nötig, in der Halbzeitpause nachzujustieren, eine Idee zu entwickeln, wie wir einfach organisierter ins Spiel kamen. Die Idee dieser eingerückten Außenverteidiger hat uns etwas mehr Platz im Spielaufbau gegeben. Wir waren nicht mehr so stark zu pressen. Auf der anderen Seite muss man ganz klar sagen, dass erst die vielen Wechsel und mit Sicherheit auch so dieser neue Schwung dann etwas mehr Kontrolle gebracht haben. Natürlich war es so, dass der Gegner uns sehr, sehr häufig hätte auskontern können, aber da haben wir insgesamt ganz ordentlich gestaffelt gespielt, haben auch sehr, sehr viel investiert in diesem Spiel. Insofern war mit Sicherheit der läuferische Aspekt, die Intensität, hinten heraus kein Problem. Der letzten Phase, den letzten 20 Minuten, hätten wir definitiv den Ausgleich machen müssen, aber nochmal, in den ersten 65, 70 Minuten sind wir a. zu vielen Fehlern und b. einer sehr aggressiven, sehr, sehr leidenschaftlichen Essener Mannschaft einfach zu häufig hinterhergelaufen. Und deswegen müssen wir heute akzeptieren, dass nach 8 Spielen ohne Niederlage wir heute am Ende, glaube ich, verdient 1:0 verloren haben. Keine desaströse Niederlage, nichts Deutliches. Etwas, was wir gegen Ende noch hätten korrigieren können, was am Ende aber für uns als schon Rückschlag definitiv zu verzeichnen ist. Denn natürlich haben wir uns heute auch hier zum Ziel gesetzt, mit 3 Punkten nach Hause zu fahren. Davon waren wir insgesamt zu deutlich entfernt. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Herr Kuschinat. Und dann bitte ich Christoph Dabrowski um sein Statement. Ja, guten Abend zusammen. Uwe, danke für die Glückwünsche. Ich denke, Uwe hat das sehr gut analysiert. Sehe ich eigentlich genauso. Was haben wir vorgehabt? Uns war klar, dass Saarbrücken eine extreme Wucht hat mit den beiden Spitzen vorne, dass sie extrem viel über Flanken kommen. Daher die Umstellung und Anpassung und in erster Linie bin ich stolz auf meine Mannschaft, wie sie heute organisiert war, wie sie leidenschaftlich aufgetreten ist, diese Energie, die dann natürlich auch auf die Tribüne überspringt und dann haben wir natürlich auch das Quäntchen Glück gehabt nach hinten raus, dass Golz auf der einen Seite da ist, auf der anderen Seite. Ich glaube, Batz hat diesen Kopfball, der neben das Tor geht. Da haben wir heute das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt. Man sieht, wie wichtig es ist, dass man auch mal zu Null spielt. Und dann reicht ein Tor für 3 Punkte. Und das macht mich glücklich und stolz heute, das von meiner Mannschaft gesehen zu haben, auf den Platz bekommen zu haben. Und das Ziel erreicht, dass wir über den Strich bleiben. Wir haben Anschluss ans Mittelfeld und deswegen bin ich hochzufrieden mit dem heutigen Spiel und mit dem heutigen Abend. Euch, Uwe, weiter alles Gute für die nächste
Aufgabe nach der Länderspielpause und dass ihr auch eure Ziele erreicht. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Christoph. Haben Sie noch Fragen an die Trainer? Bitte, Heinrich. Meine Frage an Christoph Dabrowski. Jetzt haben Sie es ja gerade schon angesprochen. Erstes Spiel zu Null heute, dann ausgerechnet auch noch gegen ein Top-Team der Liga. Wie sehr freuen Sie sich darüber, dass es heute endlich gelungen ist, nicht über 80, 85, sondern über 95 Minuten dann auch die Null zu halten? Ja, das ist die Basis des Ganzen gewesen und ich muss sagen, die Jungs haben wirklich hervorragend verteidigt, so gut wie nichts zugelassen. Man hat gesehen, dass Saarbrücken nach hinten raus alles reingeworfen hat, ja, auch mit den vielen langen Bällen, auch uns wirklich gewaltig unter Druck gesetzt hat. Die Phase haben wir überstanden und haben heute das Glück des Tüchtigen dann auf unserer Seite gehabt. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und dass wir zu Null gespielt haben. Und jetzt haben Sie ja in der Schlussphase mit Musti Koruma noch einen jungen Spieler eingewechselt, der heute sein Saisondebüt gegeben hat. Hat, glaube ich, auch bis auf das Foul am Ende jeden Zweikampf gewonnen. Wie haben Sie seine Leistung gesehen? Ja, ich muss allen Spielern, die reingekommen sind, ein Kompliment machen, wie sie sich reingehauen haben, wie sie für die Mannschaft investiert haben, damit wir dieses 1-0 über die Bühne bekommen. Und Musti ist einfach ein fantastischer Junge, den ich schon seit Wochen auf dem Zettel habe, der auch kurz davor war, um mal von Anfang an zu spielen. Und heute war es an der Zeit, dass er sein Debüt gibt. Und ich muss sagen, er hat es überragend gemacht, wie er verteidigt, mit was für einer Präsenz er reingekommen ist. Das macht schon Spaß, da draußen zuzusehen. Und ich denke, wir können uns auf den Jungen freuen. Wie groß war Ihr Schweißausbruch bei Götze vor der gelben Karte? Hätte er da auch ins Auge gehen können, oder? Ja, ich habe ehrlich gesagt aus der Entfernung nicht gesehen, was da passiert ist. Aber da müssen wir einfach kühlen Kopf bewahren. Ich glaube, wir haben einen Einwurf für uns und da dürfen wir uns einfach nicht provozieren lassen in der Phase. Und da müssen wir daraus lernen und in diesen Situationen einfach wegbleiben. Die Emotionen kontrollieren. Und die Aktion einfach dann ausführen. Aber ich denke, Felix wird aus der Aktion lernen, ist erfahren genug mittlerweile. Und ich muss mir das nochmal angucken. Zum Glück ist da nichts passiert. Aber wie gesagt, ich kann die Situation nicht nachverfolgen, was da passiert ist. Ob da eine Rangelei war oder kann ich aus der Entfernung nicht beurteilen. Frage an den Gast, wenn er Udo Koschin hat. Manchmal sagt man auch, Niederlagen entstehen in den Köpfen. Mir ist aufgefallen, wir haben unwahrscheinlich viele Zweikämpfe verloren. Pässe kamen nicht an. Wurde der Gegner vielleicht im Kopf unterschätzt? Oder wie sehr erklären Sie das? Nein, das kann ich definitiv ausschließen. Das hat sich auch überhaupt nicht angedeutet. Die Mannschaft hat schon in der Vorbereitung des Spiels eine extreme Ernsthaftigkeit gehabt. Insofern würde ich den Faktor unterschätzen absolut ausschließen. Ich glaube, am Ende muss man auch akzeptieren, dass zu einem Fußballspiel immer zwei Teams gehören. Und wir haben heute mit Sicherheit uns sehr, sehr viel vorgenommen. Wir wollten natürlich dieses Spiel dominieren. Wir wollten nicht nur über Zweikampfsituationen und lange Bälle agieren, sondern logischerweise auch über gezielte Spielzüge am Boden den Gegner müde machen. Aber Rot-Weiß Essen hat unheimlich aggressiv gepresst, hat uns in viele Bodenduelle verwickelt und viele dieser Bodenduelle gewonnen. Das hat dann nicht unbedingt etwas damit zu tun, dass man einen Gegner unterschätzt oder dass man nicht mit der richtigen Einstellung spielt, sondern es hat etwas damit zu tun, dass die Qualität des Gegners an dem Tag heute einfach auf dieser Ebene sehr, sehr hoch war. Ja, vielleicht noch Nachfrage an Udo Koschin. Zärtlichkeit von Götze, wie haben Sie es gesehen und wäre das da nochmal so ein Moment gewesen, wo das Spiel dann nochmal richtig kippen kann? Nein, ich finde, da muss man fair bleiben. Das war ein insgesamt sehr, sehr sauberes Spiel, mit Sicherheit sehr zweikampflastig geführt. Beide Mannschaften haben sich nichts geschenkt. Aber ich glaube, in der Situation hat der Schiedsrichter schon das richtige Gespür gehabt, wenn man rein nach den Regeln das Ganze auslegt. Dann war das mit Sicherheit eine Tätigkeit und eine Tätigkeit ist mit Rot zu bestrafen, weil er hat den Spieler nun mal geschubst. Auf der anderen Seite gehören so hitzige Situationen ja irgendwie zu solchen Spielen noch dazu. Und wenn man dann jedes Mal Karten verteilt, die Höchststrafe ausspricht, wenn man sich nicht hundertprozentig sicher ist, finde ich das nicht gut. Deswegen möchte ich jetzt hier nicht
in irgendeiner Form auch nur im Ansatz am Schiedsrichter hadern, weil die kommen ja oftmals schlecht weg. Ich finde, der hat heute eine fantastische Leistung geboten und von der ersten bis zur letzten Minute hat ein sehr, sehr gutes Gespür gehabt für Zweikämpfe, in denen man nicht abpfeifen muss, die auch teilweise hart waren, aber sauber waren. Und deswegen wäre es unfair, in der Situation die Niederlage auf eine nicht gegebene rote Karte zu schieben. Das ist Blödsinn. Weitere Fragen scheint es nicht zu geben. Dann ein herzliches Dankeschön. Unseren Gästen wünschen wir eine gute Heimreise. Ihnen allen eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.